Ja, hallo, da sind wir wieder bei unserem Escape Room Adventskalender von Eva Eich. Und so langsam geht das Ganze wieder zu Ende. Wir haben nur noch zwei Kapitel vor uns. Morgen sind wir schon im Finale. Das heißt, wir haben noch zwei Chancen herauszufinden, wer der fiese Entführer, Mörder, sonst was war. Und wir stehen natürlich auch gleichzeitig kurz vor der Aufklärung der ganzen Umstände in dieser großartigen Geschichte. Lesen wir einfach weiter. Der 23. Dezember. 5 mal 5, rief Sophie. Das heißt, wir müssen ein Quadrat aufzeichnen mit 5 Spalten und 5 Zeilen und dann dieses Buchstabengewirr eintragen. Okay, das habe ich ja so mehr oder weniger gemacht, aber nach welcher Logik? Sie sah sich um und entdeckte schließlich einen Permanentmarker, mit dem Tiberius normalerweise wohl die Zeiten an einem Brutschrank für Reptilieneier eintrug. Sie zog 4 vertikale Striche direkt auf den Boden vor ihr und dann nochmal, wollen die jetzt wirklich erklären, wie man eine Tabelle malt? Dann trug sie die Buchstaben der Reihe nach ein. Als sie nun die Spalten von oben nach unten las, formte sich der Satz: Die Formel ist in Hectors Blut. Moment, habe ich mich saublöd angestellt? Blut habe ich schon erkannt und Hector habe ich erkannt. Ich war anscheinend wirklich saudumm. Moment, wo war das? Shit. Tatsächlich, wenn man das nun liest, steht da wirklich, die Formel ist in Hectors Blut. Ach du Schande. Ja, okay, ganz schön clever. Ich war einfach nur zu blind dafür anscheinend. Er hat es geschafft, die DNA-Sequenz in die Zellen des Alligators zu transferieren, staunte Mark. Sag mal, habe ich das richtig verstanden? Unser Großvater hat ein Heilmittel gegen Krebs entdeckt? Fragte Torben. Ach Leute! Mensch, Frau Eich! Hier, sag mir doch vorher, wer redet, damit ich es ordentlich lesen kann. Es war das erste Mal, dass seine Stimme so klang wie die von Mark. Und nicht so hochnässig und selbstbewusst, sondern ungläubig. Ich wusste, dass er ein verdammtes Genie war. Ja, zu blöd, dass wir vorhin den Alligator verprügelt haben. Der ist wahrscheinlich jetzt tot. Auch Sophie wirkte überwältigt. Seine Mitmenschen scheinen ihm wohl doch nicht so egal gewesen sein, wie es nach außen den Anschein machte. Oder er hatte halt einfach nur mehr Interesse dran, die Krankheit zu heilen, hat sich für zwischenmenschliche Beziehungen halt einen Scheiß interessiert. Er hat immerhin sein Leben riskiert, um seine Forschungsergebnisse der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Wie gesagt, das kann mehr seine Ideologie, sein Vermächtnis, sein sonst was sein und nicht wirklich was mit sozialen Geschichten zu tun haben. In diesem Moment sah Mark aus dem Augenwinkel eine Bewegung. Dann knallte es und etwas zischte gefährlich nah an seinem Kopf vorbei und zerschmetterte die Scheibe eines Terrariums. Mark drehte sich blitzschnell um und sah Dao. In der Hand hielt sie eine schwere Pistole, die sie auf die Gruppe gerichtet hatte. Ihr Arm blutete noch immer, doch die Asiatin ließ sich davon nicht beeindrucken. Da hatte der alte Knacker die Formel also versteckt, sagte sie in fließendem Deutsch. Ihr Akzent schien wie weggeblasen. Zu dumm, dass ich warten musste, bis ihr eure kleine Schnitzeljagd beendet habt. Wenn er seine Formel bei seinen Unterlagen gehabt hätte, hätte ich euch gleich am Anfang liquidieren können. Oh, wenn sie jetzt wenigstens gesagt hätte, hätte ich niemanden umbringen müssen, dann wäre da ein bisschen eine Möglichkeit zur Läuterung gewesen. Oder ich hätte einfach einen Hinweis sabotiert, dann wärt ihr nie auf das Geheimnis von Tiberius Tuschels gekommen. Aber jetzt habe ich ja alles, was ich brauche, und ihr gehört nicht dazu. Oh, das ist aber gemein, sowas zu sagen. Mark wurde bewusst, dass er dieses Weihnachten wohl nicht mehr erleben würde, wenn ihm nicht schnell eine Lösung einfiel. Er versuchte, Zeit zu gewinnen. Sie haben also unseren Großvater ermordet, nicht wahr? Aber warum? Was haben Sie davon? Ich? Nichts. Aber Riker Pharmaceutics. Deswegen hat John Riker mich ja auch angeheuert. Hier ist übrigens mein Geständnis und alles und der Videobeweis. Es hätte alles so einfach sein können. Monatelang habe ich das Haus nach der Formel abgesucht und nichts gefunden. Als ich erfuhr, dass Tiberius Tuschels dieses kleine Familientreffen plante, wusste ich auch, dass ich handeln musste. Warum sollte er euch einladen, wenn er nicht mit euch die Forschungsergebnisse teilen wollte? Vielleicht hatte er ja gemerkt, dass jemand seine Unterlagen durchsucht hatte. Nachdem ich gestern ein bisschen an der Stromversorgung für das Internet herumgespielt hatte, habe ich mir Zugang zu Tiberius Kommandobunker verschafft und ihn mit einem Küchenmesser getötet. Ja, sag halt alles. Wow. Das ist ja schlimmer als jedes Klischee. Ist irgendwie stilvoller. Ich habe vorher natürlich noch versucht, ihn zu überzeugen, mir alles noch zu verraten, aber er blieb leider stur. Sie seufzte theatralisch. Oh! Doch als ich die Leiche wegschaffen wollte, kam er dazwischen. Darauf funkelte Michael böse an. Cecilia brachte ihn hinein.
Sie säuselte irgendetwas von einem vorzeitigen Weihnachtsgeschenk, das er auspacken dürfe. Ich musste den Leichnam schnell notdürftig in der Kammer deponieren, während es im Bunker selbst ordentlich zur Sache ging. Ja, sie hatten sowas von miteinander. Iu, ist deine Stiefmutter, Mann. Oma. Stiefgroßmutter. Oh, das ist immer schlimmer. Sie grinste schmierig und Michael sah betroffen zu Boden. Wir haben uns geliebt, flüsterte er beinahe unhörbar. Die Nacht habe ich bei ihr verbracht, weil sie Angst hatte. Damit man uns nicht auf die Schliche kommt, habe ich bereits im Morgengrauen das Haus verlassen. Ich bin zu meiner Jagdhütte gelaufen. Ich wollte mich nur kurz aufs Ohr legen, bevor ich mich wieder auf die Suche nach Tiberius mache. Hey, kein Grund, sich schuldig zu fühlen, rief Dao herablassend. Ich konnte Cecilia gut verstehen. Wie soll man es mit einem Mann aushalten, der einem weniger Aufmerksamkeit und Zuneigung schenkt als seinem Alligator? Ist doch verständlich, dass du die Dame des Hauses ein bisschen trösten wolltest. Du inzestgeiler Sack. Dann fügte Dao mit einem übertrieben entschuldigenden Tonfall hinzu, tut mir leid, dass ihr fast gar nicht mehr aus dem Bunker herausgekommen wärt. Ich hatte offensichtlich eine Sicherung zu viel herausgedreht, als ich das Internet lahmgelegt habe. Und das mit der Giftschlange und den Scherben? Stecken Sie da auch dahinter? Fragte Mark. Wie? Das ist so hohl. Das Ganze, ich meine, die Scherben, keine Ahnung, aber das mit der Giftschlange, das ist so an den Haaren herbeigezogen, die ganze Situation. Dao schnaubte verächtlich und lehnte sich an die Brüstung des Alligatorbeckens. Oh, jetzt wird's reingeschubst! Wieso sollte ich das tun? Ich hatte schließlich ein Interesse daran, dass ihr das Vermächtnis so schnell wie möglich findet. Ich denke, das ist reine Familienangelegenheit. Ihr Blick ruhte auf Torben, der genau wie Dao immer noch eine Waffe in der Hand hielt. Warum hat er sie nicht schon längst abgeknallt? Komm schon, Torben. Das ist deine Chance auf den Hauptgewinn, sagte sie. Wir könnten gemeinsame Sache machen. Wer weiß, was der alte Narr noch in seinem Testament stehen hat. Was Rikers Pläne zunichte machen könnte. Wenn du der offizielle Tuschels-Erbe wirst, können wir alles kontrollieren. Ich bin mir sicher. Du weißt, wie man mit so einer Macht umgehen muss. Die drei hier werden leider bei einem tragischen Brand der Villa ums Leben kommen. Genauso wie Tiberius und Cecilia, die zerhackstückt ist oder keine Ahnung. Nee, die war noch an einem Stück, aber trotzdem. Es passiert leider immer wieder, dass ein Christbaum Feuer fängt. Warum musste sie sterben? Hauchte Michael Jackson fast tonlos. In sein Gesicht waren Wut und Schmerz geschrieben. Cecilia? Sie hat mich heute Morgen dabei erwischt, wie ich das Messer aus der Leiche ziehen wollte. Fingerabdrücke gab es darauf natürlich nicht, aber es hätte womöglich doch zu mir führen können. Zu dumm. Michael stürmte auf Dao zu, doch die reagierte blitzschnell. Es gab einen lauten Knall, bevor Michael schmerzerfüllt aufschrie und sich den Bauch hielt. Oh, Bauchschuss ist fies. Während er auf dem Boden zusammensackte. Mark kniete sich neben ihn und als Michael ihn ansah, stieß er unter Schmerzen hervor. Nicht zwei verschiedene, dafür acht. Hä? Die Frage ist, und es ist nicht mal wirklich ein Rätsel, was versucht Michael Mark mitzuteilen? Was John Riker plant? Wieso er auf Dao losging, das wissen wir schon. Was aus dem zerschossenen Terrarium geflüchtet ist? Habe ich das jetzt komplett übersehen? Es gab einen Schuss. Ja, nee. Da steht nur, dass die Scheibe zerschossen wurde. Also wir wissen eigentlich gar nicht, dass etwas geflüchtet ist. Das heißt, diese Antwortmöglichkeit verrät uns halt schon wieder viel zu viel. Nicht zwei verschiedene, dafür acht. Augen. Ich habe jetzt erst gedacht Beine. Aber das natürlich hier. Weil ja alle Tuschels haben zwei verschiedene Augenfarben. Und ich glaube, Spinnen haben ja nicht nur acht Beine, sondern auch acht Augen. Ach, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat sie acht. Irgendwas acht. Im schlimmsten Fall acht Beine. Also auf jeden Fall geht es darum, dass die Spinne geflüchtet ist. Da müssen wir gar nicht mehr lange rummachen. Das ist die Möglichkeit und da wird sich der nächste Hinweis befinden. Das heißt, ich darf endlich die tolle Seite mit der Spinne aufmachen. Großartig. Und natürlich verbirgt sich da das letzte Kapitel. Und natürlich auch wieder ein neuer Zettel. Genauso kryptisch wie der Rest. Und was mich jetzt gerade wundert, im letzten Adventskalender, ach, ich mach mal diese Spinnenseite zu, im letzten Adventskalender gab es gar kein Rätsel mehr auf der letzten Seite. Die letzte Seite war die Auflösung. Aber hier fehlt ganz klar noch ein Zettel. Das heißt, irgendwas habe ich übersehen oder kommt noch, aber auf jeden Fall ist dieses Puzzle noch nicht vollständig und ich sehe auch noch nicht, zu welcher Lösung es führen soll. Aber mal sehen, was wir morgen noch erfahren. Bis dann, Leute.